Nun hat sich Frau Bundesministerin Claudia Tanner zu Wort gemeldet. Bitte, Frau Ministerin. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, die Sie uns in diesen Stunden zuhören, zuschauen und mit Sicherheit noch immer unter dem Eindruck des Unvorstellbaren stehen, dass am 24. Februar in der Nacht mit dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine stattgefunden hat, eine Zeitenwende, eine Zäsur, nicht nur für uns in Österreich, sondern für Europa, für die gesamte Welt. Das Leid, das wir in Bildern tagtäglich vor uns sehen, das macht einen sprachlos und fassungslos. Aber die Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher in diesen so schweren Stunden, das kann einem schon auch etwas geben. Und an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön für all diejenigen, die einfach nur helfen und da sind. Nichts ist mehr gleich seit diesem Beginn des Angriffskrieges, so auch nicht die Debatten, die darüber geführt werden. Nicht die Debatten, die darüber geführt werden innerhalb der Europäischen Union, nicht die Debatten, die darüber geführt werden hier im Haus, davor, danach, im privaten Bereich. Weil etwas eingetreten ist, das die gesamte Welt verändert hat, das insbesondere auch die Sicht auf die Notwendigkeiten verändert hat, die man Jahrzehnte zuvor gänzlich anders bewertet und eingeschätzt hat. Die soziale Sicherheit war es, die über Jahre und Jahrzehnte im Vordergrund gestanden ist. Und vielleicht war das auch der richtige Weg, dieses zu tun, in einem Konsens über alle parteipolitischen Grenzen hinweg. Schmerzhaft ist uns vor Augen geführt worden, dass es etwas Wichtigeres gibt in Tagen, in Stunden, in Wochen wie diesen, nämlich die militärische Sicherheit. Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam in der Nacht nach Start des Angriffskrieges mit dem Krisenkabinett unter Führung des Bundeskanzlers, mit allen zuständigen Ressortchefinnen und Ressortchefs einen Weg aufgezeigt haben. Ich bin glücklich darüber, dass wir im Nationalen Sicherheitsrat über alle parteipolitischen Grenzen hinweg einen Konsens gefunden haben, der lautet: Die Notwendigkeit einer glaubwürdigen militärischen Landesverteidigung im Sinne eines gut ausgestatteten und ausgebildeten Bundesheeres mit einem dementsprechend hochdotierten Budget im Sinne der verfassungsmäßigen Vorgaben sicherzustellen, über alle Parteigrenzen hinweg. Und ich danke an dieser Stelle ausdrücklich den Wehrsprechern, die sehr kurzfristig Zeit gefunden haben, sich über das aktualisierte Risikobild auszutauschen mit dem Generalstabschef, mit Generalmajor Hofbauer, mit unserem Oberst Reisner, weil wir das so verstanden haben, dass wir unsere Hausaufgaben nach diesem Beschluss im Nationalsicherheitsrat zu machen haben. Das haben wir getan. Jetzt geht es darum, dass wir uns nicht darüber unterhalten, was der eine oder andere in diesen Stunden vielleicht gesagt, getan, geschrieben hat oder nicht. Das kann doch nicht unsere gemeinsame Aufgabe sein. Unsere gemeinsame Aufgabe kann es doch nur sein, dass wir für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher sorgen,
und dass wir das österreichische Bundesheer so ausstatten, dass es seine verfassungsmäßigen Aufgaben auch erfüllen kann. Das eine oder andere Mal, gerade in diesen Stunden, Tagen und Wochen, ist es wichtig, nicht aufgeregt zu sein, sondern in Ruhe und in Gelassenheit dafür zu sorgen, dass wir dem nachkommen, was unsere Aufgabe ist. Ich bin überzeugt davon, dass Sie als verantwortliche Damen und Herren Abgeordnete dafür sorgen werden, dass das österreichische Bundesheer seine Aufgaben erfüllen kann, indem Sie es mit dem dafür notwendigen Budget ausstatten. Ich bin überzeugt davon und ich danke Ihnen jetzt schon dafür, denn Sicherheit darf kein parteipolitisches Mascherl haben, so wie das einer der viel zu früh von uns gegangenen Sicherheitspolitiker immer wieder gesagt hat. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder und jede von Ihnen auch weiß, dass jeder Euro, den man in das österreichische Bundesheer investiert, einer in die Sicherheit ist von uns allen. Ich danke Ihnen. Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP mit einem Appell an die Abgeordneten hier im Hohen Haus. Das Bundesheer muss so ausgestattet werden, dass es seine Aufgaben auch erfüllen kann.